Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Alan Wake. Ja, bei der gestrigen letzten Folge, es waren ja zwei gestern, hatten wir einen Übergang von Kapitel 3 in Kapitel 4. Wir haben endlich die ganze Wahrheit herausgefunden, wie alles angefangen hat mit der Insel und mit der Dunkelheit und mit Alan allgemein, wie er angefangen hat, diese Manuskriptseiten für die Parcher zu schreiben und so weiter und so fort. Außerdem ist Nightingale gestern vom Dunkel verschlungen worden, der FBI-Agent, der uns ja schon länger auf der Spur ist. Und jetzt sind wir gerade mit dem Sheriff, mit der Sarah Breaker unterwegs in die Stadt, weil wir die Lamp-Lady, Cynthia Weaver, die Lady des Lichts finden müssen. Ich hoffe, dass die Qualität wieder gut sein wird. Nein, nicht neu. Wow, jetzt hätte ich fast auf ein neues Spiel gedrückt, aber nur fast. Wir wollen natürlich kein neues Spiel anfangen, sondern weiterspielen. Das wäre jetzt natürlich dämlich gewesen, aber es ist ja nicht passiert. Um gleich mal etwas aufzugreifen, was bei der letzten Folge als Kommentar stand. Ja, Barbara Jagger ist die Geliebte von Thomas Zane. Das hat er schon mehrfach gesagt, das wurde nicht falsch verstanden. Weil da was in den Kommentaren stand bei der letzten Folge. Und da hat er auch gesagt, dass das Dunkelheit ihre Haut trägt, also dass Barbara im Grunde etwas wie ein verstärkter Besessener ist. Ein sehr, sehr viel verstärkter. Wir haben eine Shotgun mit 16 Schuss und einen vollen Revolver, 4 Leuchtfackeln. Ich werde erstmal den Revolver. Vögel! Jetzt wird erstmal Vogel gebraten hier. Okay, Leuchtkraft auch mal. Wir haben gerade. Meine Leuchtkappe. So, die Vogelattacke überlebt, aber 3 Leuchtfackeln opfern müssen. Vögel hatten wir jetzt davor ja länger schon nicht mehr gehabt. Und die haben mich jetzt gar nicht so erschreckt, ehrlich gesagt. Ich fand es jetzt auch nicht toll, aber man sich erschreckt haben sie mich jetzt nicht. Und ich glaube, wir müssen jetzt darüber. Wir müssen einen Weg auf die Straße finden und mich beunruhigt vielmehr dieser Festwagen, dieser Hirschfest-Festwagen, den wir der letzten Folge am Ende gesehen haben. Ich meine, ihr erinnert euch, es ist noch nicht besonders lange her, dass wir schon wieder einen besessenen Fahrzeug hatten, nämlich einen Mähdrescher, und der war ja sehr übel. Aber jetzt fahren wir hier erstmal runter. Da vorne sich auch Notfallkasten. Nitragro. Muss bekannt sein hier im Ort. Hey, Sheriff, Ihr Passwort. Night Springs? Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns, dass Bright Falls damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Diese Stadt ist manchmal sonderbar, aber noch nie so sonderbar. Ah, interessant. Ja, Bright Falls. Das war so ein Kennwort, was Barry Sie müssen den beschädigten Schaltkasten überbrücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Barry ist ja in der Polizeistation zurückgeblieben und da war eben das Passwort Bright Falls, da müssten ja dann Bescheid, da hat er ja so einen Witz gemacht von wegen, ja, so ein Illuminaten, da oben ist Licht und noch Dunkelheit. Weil es ja so rüberkommt wie so eine Geheimgesellschaft oder so. Das heißt, wenn wir einen Schaltkreis überbrücken, Türsteuerung, hat die Dunkelheit zerstört. In der letzten Folge. Au! Liz, das tut weh! Gute Arbeit, Wayne. Okay, bleiben Sie bei mir. Unser erster Stopp ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli. Sarah folgen. Ja, ich gehe erstmal zum Notfallkasten. Hier ist mal ja als allererstes. Und die Dunkelheit ist wieder da. Leuchtfackeln, Batterien. Und Revolvermunition.
Und ich schaue mich jetzt erstmal um, bevor ich hier folge, wegen Manuskriptseiten und so. Hier liegt zum Beispiel noch eine Leuchtfackel. Jetzt haben wir wieder 5, sehr schön. Das freut mich immer. Wie gesagt, dieser Festwagen macht mir echt Sorge. Da ist jetzt noch so Pampe drauf, aber ich glaube, an die Pampe komme ich gar nicht dran. Scheiß drauf. Die Pampe tut einem der nächste, solange man nicht reinläuft. Aber Sarah kann uns helfen. Hallo, Besessene. Ja. Komm, Sarah, Zeit geben. Oh, sie kämpft aber gut viel ganz schnell zuerst. Sarah, das bringt gar nichts, solange der Schatten drum ist. Jetzt kannst du schießen. Kann ich mal wieder ab, danke. Hilft uns ein bisschen Munition sparen. Der Wagen, da ist noch besessen, den würde ich gerne schnell loswerden. Nachladen. Das hilft uns ein bisschen Munition sparen, das ist ganz gut. Und leuchtet auch ein bisschen mit. Das erste Mal, glaube ich, seit dem Entführer, dass wir wieder im Team arbeiten und nicht allein uns durchschlagen müssen. Ja, Barry halt, beim Konzert. Aber sonst dürfte das erste Mal sein. Aufpassen! Dann kommen die nächsten. Der Festwagen! Da rauscht er vorbei. Das war ja so klar, dass er besetzt ist. Liebe kleine Sarah, steh mir doch nicht im Weg, wenn ich schießen möchte. Das wäre nett. Leuchtfackel. Danke, Sarah. Schießen kann sie auf jeden Fall gut. 86 Schuss noch, aber allein schafft es natürlich nicht. Man muss sie natürlich trotzdem unterstützen. Wo ist denn der Festwagen hingefahren? Der ist ja gerade hier vorbeigebraust. Da steht er. Ich vertraue. Zum Heli geht's in die andere Richtung. Ja, das weiß ich. Ich will aber trotzdem hier gucken, ob was ist. Nö. Der Festwagen wird doch hundertprozentig nochmal. Der ist ja gerade eben vorbeigerauscht. Kannst mir nicht erzählen, dass der jetzt nichts mehr machen wird. Ja, hier ist zum Beispiel so ein Leuchtsignal. Hier muss was sein. Ich gehe nochmal hierher. Aber nicht so. Wir wären gerade fast ins Wasser gefallen. Wir wissen ja, Wasser ist für Ellen gar nicht gut. Gut, aber ich gehe nochmal hier hinter, weil hier war gerade so eine. Da sehe ich doch was. Da sehe ich doch was leuchten. Ja, genau. Das hätten wir nicht übersehen, wenn wir bisher sofort gefolgt werden. Leuchtpistolenmunition. Sieh mal an. Geben wir uns natürlich auch für Notfälle. Das hätten wir jetzt sonst voll übersehen. Ja, Sarah, immer schön die Augen aufhalten. Wenn mal in deiner Stadt so ein paar Besessene rumlaufen, dann kannst du als Sheriff auch immer so eine Leuchtpistole gebrauchen, ne? Die ganze Stadt scheint hier befallen zu sein, ja, dann so ein bisschen in Raccoon City gerade. Ich wette, da kommen gleich noch mehr. Da ist das Bright Skyner übrigens. Da war der nächste Besessene, noch 24 Schuss. Ach, jetzt ist es vorbei. Wegen einem Besessenen, das soll wohl ein Witz sein, kommen wir da ins Gebäude rein. Nö. Hätte ja sein können. Es geht ja auch ein bisschen um den Schutz der Stadt, ne? Wenn es Hirschfest ist und hier sind lauter Besessene, kommt nicht gut. Es sind auch Leuchtfackel, die lassen uns nicht entgehen. Da kommt ja ein Besessener. So, noch ein Besessener.
Ja, kleine Kinder, nicht über Zäune steigen, das ist, dann kommt der böse Alan und schießt euch ab. Das ist nicht gut. So, Leuchtfackeln genommen. Warum kommt Sarah nicht hinter uns her? Ich meine, wir sind deutlich geübter im Kampf gegen die Besessenen. Sie mag zwar Sheriff sein, aber das heißt nicht zwangsläufig an, dass sie Ahnung hat. Ah, sieh mal hier, frisches Seefutter, Fisch und Shrimp. Fresh Seafood. Ah, ich hätte jetzt gern ein paar Shrimps. Und hier ist auch wieder so ein gelber Marker. Und was haben wir hier? Retwell Outdoors Equipment. So, so. Die Luft roch nach Fisch. Das war das Industriegebiet von Bright Falls. In der Nähe gab es sicher eine Konservenfabrik. Und da hier jetzt gerade vorher ein Ding war, ein Pfeil, schaue ich hier mal mir das an. Ja, hier ist noch ein Pfeil. Vielleicht besessene Fischer. Ja, ist denn heute Fischmenschentag hier? Das hätte mir eigentlich klar sein müssen. Besessene Bergarbeiter natürlich. Danke, Sarah, fürs Mithelfen. Das wäre zwar nicht nötig gewesen, aber es ist trotzdem sehr nett von dir. Neun Schuss noch am Revolver, aber wir haben ja genug anderes. Hier war ich beim letzten Mal nicht. Ich erinnere mich zumindest nicht hier an die Konservenfabrik. Warum war ich eigentlich so überrascht? Es war doch irgendwie klar, dass jemand angreifen würde. Nee, es kommt mir nicht bekannt vor. Weil ich hier damals wahrscheinlich direkt gefolgt bin und sie läuft ja eigentlich komplett in die andere Richtung. Aber schön, dass sie uns jetzt geholfen hat. Wir haben uns zwar nicht den Arsch gerettet, das hätten wir schon geschafft, aber ne, Munition sparen und so kann jetzt sein. So, jetzt hier nach oben ist der nächste Pfeil. Entweder ist hier eine Kiste oder ein Manuskript oder beides. Hier ist die Kiste. Lithiumbatterien und Leuchtpistolen. So. Sehr schön, dann haben wir drei Schuss in der Leuchtpistole. Hat sich doch gelohnt, der Trip hierher. Weil so eine Leuchtpistole ist ja, wie wir aus den vergangenen Parts wissen, sehr mächtig. Und sehr hilfreich vor allen Dingen. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Mehr war hier nämlich nicht. Was haben wir denn hier noch? Paintjobs. Eine Garage. Wie gesagt, hier vorne ist Sprite's Diner, das ist sogar noch erleuchtet. Zumindest die Laternen davor. Also die Schilder. Vielleicht können wir am Sprite's Diner irgendwie, da haben wir jetzt erstmal, sind wir wieder getroffen damals. Da ist doch sicher noch was drin, oder? Hier ist 68. Hilfsfest in 7 Tagen. Immer noch. Das war doch auch schon 7 Tage, wo wir noch bei der Tankstelle mit Stucky waren. Und das Sprite Stand hat auf jeden Fall offen. Und da ist viel Munition drin, sehe ich schon. Eine Hochleistungstaschenlampe haben wir hier zum Beispiel. Jaja, das sind nette Leute, die Pistolen-Revolver-Munition. Sehr schön. Vielen Dank, viele Feiergäste, liebe Feiergäste, dass ich hier Batterien, Munition und eine bessere. Und ich will ein paar Erklärungen hören, ja? Zum Beispiel, was ist mit Rose passiert? Irgendwas stimmt gar nicht mit ihr. Dasselbe ist mir auch passiert, nachdem ich hier ankam. Die Woche, von der Sie nichts wissen? Oh, ich erinnere mich jetzt. Rose war besessen, also nicht ganz besessen, aber sie war ja eine Sklavin der Dunkelheit. Hier war ich auch nicht drum beim letzten Mal, glaube ich. Ein bisschen Bright Falls City Tour hier. Wir könnten sogar die Jukebox nochmal verwenden, warum eigentlich nicht? Ein Lied. Na? Ja, Coconut. Das war damals das Lied, was wir für ein der Endes angemacht haben.
Und hier auf der Toilette ist uns damals erstmal die Dunkelheit erschienen. Hier war auch damals erstmal Sinfia. Ich will einfach gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ja, hier sehe ich zum Beispiel noch eine Skriptseite an der Wand, die wir hundertprozentig sonst nicht gesehen haben hätten. Und wie man sieht, unten rechts, die habe ich beim letzten Mal auch übersehen. Barry auf der Polizeiwache. Barry war in seinem Element, erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte die heiße Sheriff-Braut nicht enttäuschen, auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte. Plötzlich verharrte Barry, irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Dann ging das Licht aus. Oh, dann ging das Licht aus, nicht gut. Das heißt, Barry wird angegriffen. Im Moment ist er allein in der Wache. Ja, die heiße Sheriff-Braut, da muss ich ihm zustimmen. Klar, Frauengeschmäcker sind verschieden. Aber ich persönlich finde Sheriff Breaker auch... Ah, hier ist noch eine Thermosflasche. Ich persönlich finde Sheriff Breaker auch nicht... Also sie ist vielleicht nicht die Hübsche vom Ei, aber sie ist definitiv nicht hässlich. Ich finde sie schon attraktiv, also da muss ich mir recht geben. Gut, aber wir wollen nicht über Frauen schwärmen, wir wollen weitergehen. Aber es hat was gelohnt, ins Brightliner zu gehen. Hier ist auch schon wieder so eine Markierung. Und Follow, also Folgen. Wir wissen noch, bin ich ganz sicher, wer diese gelben Markierungen macht. Ich glaube ja, das sind Pferde. Und ich fand New Yorker unhöflich. Das war ja ein Flitzer, das hat man ganz kurz gesehen. Aber Sarah hat ihn niedergeschossen. Echt eine taffe Polizistin haben wir hier. Da war wohl jetzt eine Leuchtfackel. Und wir schauen, wie lange wir noch Zeit haben. Ja, haben noch Zeit. Jetzt haben wir wieder eine volle Revolver, 6 Leuchtfackeln, 16 Schuss in der Shotgun und 3 Leuchtpistolen-Munition. Wenn wir eine bessere Taschenlampe durch Steiner. Eine Batterie verschwende ich gerade, weil da Batterien liegen. Sonst hätten wir die jetzt nicht mitnehmen können. Weiter geht's. Oh, schau mal, hier werden die ganzen Dixie-Klos hergestellt. Auf Sie haben das Recht. Und hier sind wir. Ich lass mal die Frau das machen, die hat mehr Munition. Was? Wir sind gestorben? Wie denn das jetzt? Okay. Ja, ich wollte gerade sie machen lassen, aber das war wohl ein Fehler. Weil sie einfach mehr Munition hat und ich wollte unsere Munition ein bisschen sparen. Weil wir gerade viel haben, wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Ich meine, wir durchqueren gerade die ganze Stadt, ne? Aber da es ja da gleich richtig zur Sache geht, nehmen wir mal einen Schuss aus der Leuchtpistole. Jetzt wissen wir ja, dass Sie gleich hier... Das Recht. So geht's, wenn man einen Schriftsteller verärgert. Ein Schuss aus der Leuchtfackel und BAM waren sie alle weg. BAM hat's gemacht. So. Ich lasse mich doch nicht zweimal von derselben töten. Ach ja, hier darf man nicht abbiegen, ne? Oh, hier ist nochmal eine Notfallkasten. Und Licht. Einmal Pistolenschuss abfeuern. Weil wir hier Pistolenmunition drin haben. Und mal wieder eine Batterie hier entleeren, weil da Batterien kurz sind. Ich versuche ja immer hier alles mitzunehmen bei Alan Wake. Leute, die das Let's Play länger verfolgen, die wissen das bereits. Die anderen werden es wahrscheinlich jetzt zur Zeit merken. Kontrollpunkt erreicht. Wie lange noch? Noch 11 Minuten. Zeit. Hier stehen schon wieder viel zu viele Autos rum. Finde ich gar nicht so gut. Und wir müssen ja zum Rathaus. Insgesamt, die Dunkelheit kommt wieder, wir hören sie. Oh, schau mal, hier gibt's Hotdogs. Hotdog für $3, Hamburger für $3,
Nachos für 3 Dollar, Softdrinks für 1,50 und Freeze, weiß ich jetzt nicht, was es ist, für 2 Dollar. Ziemlich teuer, naja. Amerika halt. Wake, hier drüben, hier ist Licht! Ja, aber die Dunkelheit kommt gerade. Ich nehme an, dass gleich nochmal was aufkreuzt. Ja, Leuchtfackel nochmal hier, Schrot finden, Munition. Und nochmal Revolvermunition und Batterien. Wir kriegen viel zu viel Munition in letzter Zeit. Und in letzter Zeit meine ich diese Folge. So. Wo ist Sarah? Einen Schlüssel. Geben Sie mir Deckung. Deckung geben. Das heißt, hier kommt gleich viel. Eine Falle! Natürlich war das eine Falle, das wusste man aber von Anfang an, seit der Dunkelheit. Vielleicht Fackel. Aber Sarah hilft echt tatkräftig mit, das muss man ihm lassen. Da ist noch so ein Dickie. Tot, da steht man herum. Aber Sarah hat nicht verstanden, dass man erst. Sarah hat aber scheinbar nicht verstanden, dass erst der Schatten. Oh, ein Kettensägenmann. Ey, das kennen wir seit nicht mehr seit dem Wald. Den haben wir ja seit dem Wald nicht mehr gesehen, so eine. Und die waren ja extrem gefährlich. Leuchtfackel. Fort mit dir. Immer drauf bringt aber nichts. Jetzt. Jetzt drauf. So, Kettensägenmann tot. Sehr schön. Einer ist ja früher schon mal begegnet und diese Kettensägenmänner sind ja extrem gefährlich. Wir haben noch 26 Schuss in der Revolver. Gehen wir, Wake! Ja, gehen wir. Ja, war richtig spannend hier, finde ich. Schöne Feuergefechte gerade. Und Sarah ist echt eine wertvolle Hilfe, muss man ehrlich sagen. Was haben wir denn hier drin? Hier hat jemand am Sicherungskasten rumgespielt. Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Ich habe heute schon einen Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Schön, Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Beim Haupteingang. Okay. Ach so, wir sind hier jetzt im Rathaus, genau. Und sie versucht jetzt hier den Sicherungskasten zu reparieren. Das waren garantiert Besessene. Und wir sollen jetzt den Schlüssel suchen. Kontrollpunkt. Wie viel Zeit haben wir noch? 7 Minuten. Bis zum nächsten Spiel auf jeden Fall noch. Bisher ist ja hier alles ruhig. Hier ist nochmal eine Skriptseite, die wir sofort lesen möchten. Das Dunkel schlägt zurück. Die Finsternis, die Barbara Jaggers Gesicht trug, war zornig. Die Geschichte in dem Manuskript hatte sie die ganze Zeit gestärkt. Doch nun hatte das Licht den Schriftsteller befreit und sie geschwächt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde. Doch bis dahin würde es ihm schwerfallen, den Schreiber einzufangen. Das ist wahrscheinlich ganz am Anfang passiert. Da hat uns ja Thomas Zane aus der Dunkelheit rausgeholt, nachdem Alan gerade noch so viel Kraft hatte, dass er sich selber reingeschrieben hat in die Geschichte. Und ja, die Finsternis hat das natürlich nicht so toll gefunden, logischerweise. So, auf der anderen Straßenseite. Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Von Barry? Wir haben doch heute mal eine Skriptseite gelesen, dass bei Barry dann bald das Licht ausgeht. Oh, das ist nicht sonderlich gut. Raum! Hallo, Max-TV. Leuchtfackel.
Na, traust dich raus. Ein Major. Major Tom, hä? Hier, Major. Ein Major Tom wahrscheinlich. Und den Witz gleich zweimal zu bringen, weil der einfach gut ist. Ja, voll hier in der ganzen Bürokacke. Wir haben jetzt hier Clerk's Office. Eine Handlampe. Und das Licht ist wieder an. Sehr schön. Eine Handlampe auch sehr schön. Hier noch Leuchtfackeln und Blendgranaten. Oh, wunderschöne Blendgranaten. Und noch ein Notfallkasten. Trefferwaffenmunition und Batterien. Eine wunderschöne Handlampe, die finde ich ja toll. Und hier ist der Hubschrauberschlüssel. Ja, wahrscheinlich, wenn wir den haben, dann geht es wahrscheinlich richtig los. Was haben wir denn hier noch? Hier nochmal Clerk's Office, nochmal eine Leuchtfackel. Was man nicht alles so abstauben kann in einem Rathaus, unfassbar. Hier das Major-Büro, wo gerade der Dicke rauskam. Ein Jagdgewehr und Jagdgewehrmunition. Nehmen wir das Jagdgewehr mit. Im Moment benutzen sie sowieso ja dauernd den Revolver. Das Jagdgewehr ist halt stärker als die Pumpgun. Was haben wir hier noch? Eine Küche? Oh, so ein Käffchen, das ist geil. Ich will mir erst alles anschauen, bevor ich den Schlüssel nehme. Hier ist noch ein Meeting Room. Ja, da war ein Meeting Room, da waren wir gerade drin. Das war's hier, glaube ich. Und hier ist immer noch ein Sicherungskasten, der kaputt ist. Wieso hat Sarah den denn nicht repariert? Weil Sarah war eigentlich gerade hinter uns. Da steht sie. Warum denn? Ich dachte, du wolltest die Sicherung reparieren. Ich meine, hier ist jetzt Licht. Verstehe ich nicht. Naja, egal. Dann nehmen wir mal den Hubschrauberschlüssel mit. Okay, Sheriff. Ich habe die Schlüssel. Und können das Rathaus verlassen jetzt. Sonst haben wir hier alles geholt jetzt. Und wieder ein Video. Barry? Wieso ist er nicht drin? Weil er ja angegriffen wurde. Oh Gott! Lauf, Barry, lauf! Barry, pass auf! Barry, weg! Das Auto, lauf! Barry! Nein, er Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Bist du sicher? Das sah ziemlich übel aus. Ich hoffe, dass wir... Vorderseite ist blockiert. Los, Wake, gehen wir außen rum. Wir können ihn hinten treffen. Kontrollpunkt erreicht. Ich hoffe, dass es Barry geschafft hat. Das sah gerade ziemlich übel aus. Der Dunkelheit hat gerade zwei Autos auf ihn geschmissen. Ein Auto, ein Bus. Und er scheint ausgewichen zu sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Jetzt sind es noch 3 Minuten. Das heißt, ich beende jetzt für diesen Part. Ja, eine schöne Folge. Leider einmal gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber ansonsten eine schöne Folge, denke ich. Schön mal ein bisschen Bright Falls gesehen, einiges abgestaubt gerade, vor allem mit Munition. Und jetzt brauche ich endlich wieder Blendgranaten. Oh, da freue ich mich ja richtig drauf. Tja, heute kommt noch eine Folge The Witcher dann. Jetzt gerade haben wir es übrigens 11:02. Das bedeutet, ich lade die jetzt hoch und dann mache ich die Witcher-Folge. Es kann halt sein, dass The Witcher erst morgen früh dann kommt, je nachdem, wie lange es jetzt braucht, falls euch wundert. Ja, und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe,